So, hallo Leute, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen wunderschönen Tag. Es geht weiter im Kessex-Hügel und das machen wir dann ganz kurz und knapp. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, wir hören uns gleich wieder. Wir sind hier auf jeden Fall wieder am Kessex-Hügel. Haben ja hier zum Schluss die Quest hier oben gemacht, beziehungsweise auch den Aussichtspunkt und geholt. Und würden dann jetzt weiter halt nach rechts gehen, ne? Würde ich mal sagen. Ja, wir können hier unten noch die Sehenswürdigkeit holen. Und dann ist sie nicht hübsch. Na, dann gehen wir mal gucken. Aber mit unserer schicken Wolke einmal durchs Wasser laufen hier. So, da wollen wir hin. Yeah. So, jetzt können wir weiter da hoch. Okay. War die Quest jetzt von da oder wo kam die Quest her? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Gehen wir erstmal wieder hier hoch. Was ist hier los? Ah, hier ist zu, ne? Hier ist zu. So. Hier ist ein Portal zu dem Startgebiet von den Menschen. Da gehen wir dann auch danach auf jeden Fall hin, nach dem Kessex-Hügel. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hier erstmal den Rand aufdecken, falls hier irgendwo eine versteckte Höhle oder ein Sprungrätsel oder irgendwas ist. Na toll, jetzt kommen wir hier nicht durch. So. Also, hier ist nichts anscheinend. Ne, hier ist nichts. Okay. Stecke fest, stecke fest. So. Wegpunkt. Das ganzen Dornen wegen den Harati, die hier gemacht haben. Ein Loch. Ah, da kommt man nicht hoch. Gucken wir mal. In der Breche. Was ist hier? Hier ist nichts drin, oder? Nee, hier ist nichts drin. Schade, Schokolade. Oh, ich muss auch mal wieder meine Rüstung reparieren. Was drin? Ja. Hier ist doch was drin. Yeah. So. Sehr schön. Was habt ihr denn heute Schönes getrieben? Habt ihr irgendwas zu erzählen oder so? Vielleicht. Irgendwas Schickes. Was liegt denn hier? Oh, okay. Na? Willst du mich jetzt hier? Das geht aber nicht. Und tschüss. Holen wir mal gerade unsere Pet-Tierchen. Oh, ups. Da habe ich schon wieder eins geopfert. Oh. ja, genau. Gut. Gehen wir jetzt. Machen wir das Herz hier, ne? Helft den Seraphen, indem ihr die Zentaurenlager angreift, zentaurischer Waffen und Vorräte vernichtet, für die Sicherheit der Vorratsbelieferung zur Mine sorgt und Zentauren bezwingt. Okay.
Ja, hättest du meinen Mann fragen müssen. So, ah, hier ist direkt das nächste Herzchen. Okay. Helft Technikerin Gilly, indem ihr die Gegner... Ja, okay. Greift mich einfach von hinten an. So, indem ihr die Gegend sichert, die Minen und Felder vom Ungeziefer befreit und die Arbeiter motiviert. Okay. Kein Plan, wie das, wie Guild Wars 1 war. Ich kenn's halt nicht, ne? Und ich hab das auch so. Hab Hunger auf Hase. Oh, nee, Hase kann ich nicht essen. Hallo, Tobi. Jetzt bist du extra mit Tobias aka Tobi drin, damit ich nicht wieder Gaming Wars sage, ha? Huh? Wie geht's dir? Hasenpfeffer? Was ist denn Hasenpfeffer? Hier ist ein Event. Ich muss da hinten hoch, oder? Ja, da muss ich hoch. Ein Eintopf, okay. Du hast Belohnungen, die du einlösen kannst. Und mir geht es gut. Und dir? Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich da unten wieder alles voll habe. Wo muss ich denn jetzt hoch? Hier muss ich hoch. Gar nicht. Okay, das, ja. Wird so nix. Das wird so nix. Ich mach das gleich weg, wenn ich oben am Aussichtspunkt bin. Ich esse ja tatsächlich kaum noch irgendwie Fleisch, ne? Also von daher ist Haseneintopf nicht so das Wahre für mich. Das ist dein Hauptaccount, okay. Ja, dann. Ich sehe ja schon ein halbes Jumping-Puzzle hier, ne? So. Jetzt kann ich auch den Kram hier wegmachen. Wir haben ein neues Level. Sind jetzt 26 und können uns hier so ein Steinchen aussuchen. Vitalität, Zähigkeit, Kraft, Wildheit oder Heilung und Kraft? Ich nehme Kraft und Wildheit, glaube ich. Passt ganz gut. So, die können wir wegmachen. Und dann haben wir noch einmal tägliche Belohnungen. Beutel mit Glück. So. Es gibt übrigens wieder ein Jumping Puzzle in den Kessex-Hügeln. Ja, ich glaube sogar zwei. Also zwei, glaube ich, die ich machen kann. Eins davon ist ein Rätsel und das andere ist ein Jumping Puzzle. Hallo Mefdol, wie geht's dir? Schön, dass du da auch da bist. So viele Leute heute. Hi, hi. Eigentlich passt das nicht, ne, mit Good Morning, aber naja. Ach ja. So, jetzt wird's wieder schwierig. Kuka Ilimonku.
Hallo und schön, dass du auch da bist. Da winke ich in-game und du rennst an mir vorbei. Echt jetzt? Wo? Wo? Hä? Wo bist du denn? Hä? Ah! Hallihallo! Hallöle! Hübsch siehst du aus. Mit deinen Hufen. Oh Gott, wie ging das nochmal? So. wo muss ich jetzt hin? Wir haben einen kurzen Abschweifer gemacht hier runter. Ich würde jetzt hier lang gehen und dann hier wieder hoch. Ja, das passt ganz gut. Ich muss leider weiter. Kannst ja mitkommen, wenn du willst. Kannst ja mitkommen. Oh, du siehst aber schick aus. Oh mein Gott. Das ist voll das schicke Reittier, also voll das schicke Reittier-Skin, oder? Sieht richtig hübsch aus und du hast einfach den Rollkäfer. Oh, den habe ich noch nicht. So. Bin mal wieder weg. Gute Nacht an alle und noch einen schönen Stream. Muss meine Krankheit auskurieren. Gute Besserung. Gute Besserung, Mevdol. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Und Prösterchen. Schlaf gut und träum was Schönes, ja? Das ist der Raptor-Skin für das... Hä? Wo ist er hin? Das ist der Raptor-Skin für das neue Add-on. Gibt es das schon? Ja, können wir mal gucken. Das ist so der Ingame-Shop übrigens. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe. Ha. Das ist für die Schimmelschuppe. Ja, das nenne ich mal eine Kerze. ja. Gibt's anscheinend nicht mehr, ne? Oder? Ist halt auch so süß. Das Add-on kommt im Februar. Ja, aber woher hat er dann schon das, schon den Skin dafür? Du bekommst den Skin, wenn du das... Ah, wenn du es vorbestellst. Okay. Ah ja, okay. Ist halt die Frage. Wäre eigentlich cool... Weißt du, wie viel das kostet, das Game? Also, wie viel das, das Add-on kostet? Ich kann meine Rüstung... Ah. Du hast es auch vorbestellt. Schick. Aber in Rot gefiel er mir besser. Obwohl die Götter wieder zurück. Aber Rot ist auch meine Lieblingsfarbe. Also von daher, sei mir nicht böse. So, einmal Rüstung flingen. Der sieht echt nice aus, ne? Ja. Also ich meine, ich habe hier auch schon einen Skin. Aber der normale, ja, das ist, der sieht halt dem normalen schon sehr ähnlich. Ne? Aber mit den Hörnern und den, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja. Fischartigem Stil? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. 59 normal. 69 mit Skin. Und Boot? Und 90 mit Skin für Raptor. Alter, 90. Ja. Das ist schick. Das gefällt mir. Und noch 4K Edelsteine. Ja, 4K Edelsteine sind gut. Bin froh, überhaupt einen zu haben und nicht laufen zu müssen. Ja, kannst... Ach, ein Boot. Oh.
Ein Boot. Okay. Ja, zum Angeln, ne? Alex muss noch laufen. Ja, das ist doof. Das ist doof. Ich würde gern fliegen, aber fliegen geht ja auch nicht. Wo ist... Ah, ist der da oben? Der ist da oben, ne? Ich glaube, ich muss da oben hin. So, Leute. Hat es euch Spaß gemacht? Dann aktiviert doch die Glocke und lasst ein Abo da. Am besten in umgekehrter Reihenfolge. Und ja, kommt auf mein Twitch. Wie auch immer, was ihr möchtet. Und ja, kommt sogar auf meinen Discord. Ich würde mich tierisch freuen. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!